Giftmärchen von Karl Manfred Küber. Es hatte mal geregnet und dann hat es aufgehört. Und als es aufgehört hatte zu regnen, da saß was auf dem grünen Moosboden im Walde. Klein und dick und unangenehm. Und das war ein Giftpilz. Giftpilze kommen immer so etwas unvermittelt ans Tageslicht. Sie sind eben da und wenn sie da sind, dann gehen sie nicht mehr weg. Ganz gewiss nicht. Sie sitzen im Moos und sehen furchtbar geärgert und giftig aus. Es sind eben Giftpilze. Der Giftpilz saß auch so da und ärgerte sich und hatte einen roten Hut mit weißen Tupfen und mit einem ganz schrecklich breiten Rande. Was unter dem Rand war, das war eigentlich nichts, aber genau das war zu vermieten. Zuerst zog eine Mausefamilie darunter ein, eine graue Mama und sehr viele kleine schlüpfrige Mausekinder. Wie viele es waren, das wusste der Giftpilz nicht. Sie waren stets so lebendig und beweglich, dass er immer eins statt zweien zählte oder zwei statt einem. Aber es waren auf jeden Fall sehr viele. Und wenn die Mausemutter wie meistens nicht zu Hause war und Futter suchte, dann spielten die kleinen Fangen und sausten auf ihren weichen Pfötchen wie toll um den Giftpilz herum. Und das sah richtig niedlich aus. Aber der Giftpilz ärgerte sich furchtbar darüber. Er stand da und ärgerte sich den ganzen Tag. Und sogar nachts, wenn die Mausefamilie schlafen ging. Er wurde immer giftiger. Und schließlich, als er mal ganz giftig wurde und es vor lauter Gift nicht mehr aushalten konnte, da sagte er zur Mausemama: Ich kündige Ihnen. Sie haben Kinder. Das ist ja ekelhaft. Sie müssen ziehen. Die Mausemama weinte und barmte. Und die Kleinen piepsten und rangen die Pfoten, aber der Giftpilz war unerbittlich. Und so zog die arme Mausegesellschaft traurig von dannen, sich eine neue Wohnung zu suchen. Der Giftpilz aber nahm sich's ganz giftig vor, nie und nie wieder an eine Familie zu vermieten, höchstens an einen einzelnen Herrn. Es dauerte auch gar nicht lange, da kam ein junger, alleinstehender Frosch und zog beim Giftpilz ein. Zuerst war er sehr angenehm und still. Er schlief nämlich bis zum Abend. Als aber der Mond schien, wachte er auf und ging zum nahen Teich in den Gesangsverein. Das war ja soweit alles schön und gut, aber es wurde spät und später und der Frosch kam und kam nicht wieder. Endlich gegen Morgen erschien er, stark angetrunken, mit grässlich großen Augen und sang sehr laut und tat dabei den Mund so weit auf, dass man bequem einen Tannenzapfen hineinwerfen konnte. Er sang das Leiblied des Gesangsvereins. Immer feucht und immer grün vom Geschlecht der Quappen hupfen wir durchs Leben hin, Füße wie die Lappen. Brüllen Sie nicht so, keifte der Giftpilz. Das ist Ruhestörung, und zwar nächtliche. Haben Sie denn gar keine Moral? Füße wie die Lappen, sang der Frosch noch einmal und dann legte er sich höchst fidel und ungeniert unter den giftigen Giftpilz, schlug die feuchten Beine übereinander, dass es nur so klatschte und schlief ein. Der Giftpilz ärgerte sich furchtbar. Er ärgerte sich die ganze Nacht und den ganzen Tag und als es Abend wurde und der Frosch aufstand, um in den Gesangsverein zu gehen, da wurde ihm gekündigt. Ich kündige Ihnen, Sie gehen in den Gesangsverein. Das ist ja ekelhaft. Sie müssen ziehen. Der Frosch machte Vorstellungen. Der Gesangsverein sei durchaus einwandfrei. Lauter feine, feuchte Leute. Aber es half alles nichts. Der Giftpilz blieb dabei. Da wurde der Frosch böse. Sie sind ein ekelhafter Kerl, sagte er. Glauben Sie vielleicht, dass Ihr lächerlicher Hut mit seinen weißen Tupfen die einzige Wohnung ist? Ich biete mir ein Klettenblatt, das ich persönlich kenne, die albernes Geschöpf. Und damit drehte er sich um und ging, die Hände auf dem Rücken, in den Gesangsverein. Und nachts schlief er schon unterm Klettenblatt, das er persönlich kannte.
Der Giftpilz aber nahm sich vor, von nun ab an niemand mehr zu vermieten. Eine Weile blieb's auch still. Auf einmal aber saß was unter ihm, und das war ein Sonnenscheinchen. Ein Sonnenscheinchen ist ein verirrter Sonnenstrahl, der eigentlich in den Himmel gehört, aber auf der Erde geblieben ist, und da ist ein süßes kleines Mädel draus geworden, mit goldenen Haaren und Augen wie lauter Sonnenschein. Als nun der Giftpilz das Sonnenscheinchen sah, war er sehr unangenehm berührt und sagte giftig, »Ich vermiete nicht mehr.« Das Sonnenscheinchen lachte. »Ich vermiete nicht!« schrie der Giftpilz noch einmal. »Machen Sie, dass Sie rauskommen!« Das Sonnenscheinchen lachte wieder und streckte sich ganz behaglich unterm Giftpilz aus, so dass ihr Haar in 1000 goldenen Fäden über das dunkle Moos huschte. Der Giftpilz war eine Zeit lang sprachlos, dann aber raffte er sich auf, nahm all sein Gift zusammen und sagte, »Ich kündige Ihnen, Sie sind ein Sonnenscheinchen. Das ist ja ekelhaft. Sie müssen ziehen.« Das Sonnenscheinchen blieb aber sitzen und lachte so sonnenhell und vergnügt, dass der Giftpilz ordentlich zitterte vor Wut. Aber es war nichts zu machen und es ging auch so weiter. Der Giftpilz kündigte und schimpfte und das Sonnenscheinchen lachte und blieb. Endlich eines Nachts war der Giftpilz so giftig geworden, dass es ihm selbst unheimlich wurde vor lauter Gift. Und da hat er sich mit einem Ruck auf seine kleinen ekligen Füße gestellt und ist vorsichtig und ängstlich weggewackelt. Das Sonnenscheinchen aber lachte hinter ihm her und streckte behaglich die feinen Gliederchen, dass ihr Haar in 1000 goldenen Fäden über das dunkle Moos huschte. Und der Giftpilz wackelte weiter, halb tot vor Wut. Und als er um die Ecke bog, sah er die Mausefamilie in ihrem neuen Heim. Und es waren schon wieder Junge angekommen. Und die ganze Gesellschaft piepste ihm schadenfroh nach. Und als er um die nächste Ecke bog, da wanderte der alleinstehende Frosch über den Wiesenhang. Er kam vom Gesangsverein und ging zum Klettenblatt, das er persönlich kannte, und sang dazu ganz laut und furchtbar angeheitert, »Immer feucht und immer grün, vom Geschlecht der Quappen, hupfen wir durchs Leben hin, Füße wie die Lappen.« Da ist der giftige Giftpilz ganz weit fortgegangen und ist niemals wiedergekommen. Und wenn heute noch so viele davon im Walde stehen, so kommt das daher, dass es so sehr viele Giftpilze in der Welt gibt und leider nur sehr, sehr wenig Sonnenscheinchen.